Did you find out anything? The monks themselves haven't heard anything, but the Wuku still left behind a few hints. It seems that at least two clans are operating in this region. Red Clan, which attacked Wei Cheng's village, and Green Clan, which we confronted just now. We don't yet know if they are connected. Wait, wait! Did you say Wuku? That's right. Japanese pirates have reappeared on the shores of the Middle Kingdom, although their attacks are still very infrequent. But you had crushed the Wuku 5 years ago. I thought my village was attacked by just another band of brigands who dressed up as pirates to scare people. They've done that before. I don't care if they're bandits or another Wuku invasion. I want to help you fight them. First, it's too early to talk about a full-scale invasion. There are different theories about what is happening, and our group was sent here to find the answer. Second, if we need help with fishing, we will be sure to call for you. Fishing? I fight better than you do. Yeah. Pull the other one. How would a simple fisherman know how to fight? Staff fighting was a skill passed down through the generations in my family, as well as fishing. Grandfather didn't have time to teach me everything, but it was enough to defend our village from bandits. It'll certainly be enough to knock the teeth out of those filthy pirates. I've seen him fight, Gwenli. His technique is weak, but he has enough strength and endurance for two. I'll give him that. Plus, you know yourself that few survive with such wounds as his. As much as I respect our teacher, he is more at work here than in fusions. Kann der damit mal aufhören mit seinem Schärferei? What if the pirate doesn't have a mustache? They killed my whole family and destroyed my home. Give me a chance to get even. Fine. An extra staff won't hurt. Come back when you're ready. I have a few tasks for you. I won't let you down. Hey, cool. Ja. Meister Habibo oder wie auch immer du heißen magst. Kannst du mal damit aufhören, dass ich das... Haben will. Habe ich dich jetzt? Hohoho. Also ich muss sagen, das Spiel gefällt mir eigentlich recht gut. Achso, ja, du warst ja der Netzwerk-Yogi. Well, Wei Cheng, it is about time for you to fight alongside the true monks of Shaolin. Whenever you're ready to learn something new, I will be there for you to show some of our combat techniques. Oh. Guck mal einer an, was kann man denn da noch machen? Kick, Schlag, Beschleunigung? Erhöht den Aufschlagdistanz, okay. Hey, ich wollte da rüber. Hallo? Ich drück nichts. Was ist das jetzt? Glücksrad auswählen? Jetzt bleib doch mal ruhig! Boah, der flippt ja voll aus. Jetzt hör doch mal auf, ich will doch nur mal auswählen. Chance auf kritischen Treffer, Schadenfleisch, Schlag für 50 Schaden. Kick-Attacke mache ich recht häufig, aber ich. Keine Ahnung. Hörst du? Oh, was ist. Ist es mein Controller oder ist es dieses Spiel? Okay, ich habe mich entschieden, ich nehme das. Kick-Attack. Hallo! Jetzt, was soll denn das? Hör doch mal auf! Was ist denn hier los? So, ruhig bleiben. Danke. Erhöhe die Aufschlagdistanz. Jetzt hörst du auf. Ich will da. Oh Gott, ey. Ich drück nichts. Ich hab nichts gedrückt. Was soll denn der Scheiß? So schön wie das Spiel ist, aber das ist. Hörst du jetzt mal auf? Ich will darüber. Nein, aus jetzt. Jetzt werde ich aber langsam krantig hier. Kann ich da. Ach so, warte mal. Ach so. Ach, shit.
Nee, hä? Man kann ich mir das andere auswählen? Na egal. Okay. So, nu? Ach, hier ist der Questgeber. Ich kann... Kann ich noch was... Hallo? Nö. Händler, die an anderen Lagern vorbeikommen sind, haben uns mitgeteilt, dass Banditen das Gasthaus 8 Tier Grams erobert haben. Die meisten von ihnen sind bereits mit der Beute abgehauen. Aber einige sind noch übrig, um unvorsichtige Reisen in die Falle zu locken. Ich vermute, dass die Woku dafür verantwortlich sind und nicht nur einfache Banditen. Ja, dann hauen wir denen den Arsch voll. So. Die sind ja bewaffnet. Aber kann es sein, dass die Mönche ein bisschen überheblich sind? Oh, wir sind des Nächtens unterwegs. Hä? Achso. Au. Oh ja, oh ja. Waffe gefällt mir. Doch, Kisten. Das kann ich nicht kaputt machen. Oh, jetzt schlägt hier auch noch irgendwie der Blitz ein. Was soll denn der Scheiß? Okay. Haha. Wir brauchen Suppe. Ach ne, ist ja Tee. Und da kommen sie über die Tür, Dinger. Ah, nö. So. Ich muss lernen, mehr zu blocken. Definitiv. Ach, man kann jetzt auch mal nach oben. Cool. Ja, ich trinke mal ein Teechen. Hallo. Huch. Damit hast du aber jetzt nicht gerechnet, ha? Huh? Lass mal den Kleinkram wegmachen. Nein, nein, nein. Okay, ich, Nein! So. Jetzt aber. Ich schlag mal wild hier in das Nichts, aber da scheint nichts zu sein. Ja, Kistchen. Also diese komischen Battleschwinger da, die nerven. Ah, falscher Knopf. Und tschüss. Ich sollte mal was trinken. Kann ich die Kiste kaputt machen? Nein. Da ist doch Loot. Und Loot ist immer gut. Ja, sehr schön. Nee. So. Okay. Au. Oh, diese blöden Spackos. Ach nee, sind ja drei. Au. So. Nix da. Jawohl, ja. Oh, jetzt sind wir im Haus. Okay. So. Bin hier, die Türsteher-Reinigungspolizei. Wo kommst du her? Au! Au! Der hat ein Schild. Moment, muss mal kurz was trinken, dann machen wir weiter. Eieiei, ich hasse die Dinger. Au! Okay, einer weg.
Boah, der mit dem Schild geht mir ja voll auf den Piss. Okay, so, was machen wir mit dir? Gar nichts mehr. Ich hab mein Stänkchen des Verderbens dabei. Aber ich könnte ein bisschen Loot gebrauchen. Oh, oh. Nicht drauflaufen. Oh Gott, da oben wartet ihr schon, ihr Säcke. Au. Nein, nein, nein. Ach komm, ich dachte, ich treffe. Oh, geht ihr mir auf den Sack. Was? Da kommt noch mehr? Ach Mist, ich dachte, ich treffe den. Oh oh. Ich bin verdoppelt. Mann! Das ist doch nicht dein Ernst. So, meine Freunde. Nein! Hört auf! Wer will? Nummer 1. Nummer 2. Was hat ihn nervig? Nobody would ever come to my aid. Thank you. You'll have to hire some burly guys with weapons. What is the Emperor doing about all this? Ja, wir haben nur gerade ein kleines Problem. Was das? Oh Gott, das war mehr Glück als Verstand. Das war echt mehr Glück als Verstand. The Wuku have occupied a small village north of here. According to reports, the same Red Mask soldier who wounded Zhang Lung also led the attack. Masks were only worn on holidays. Every day is a holiday for a cutthroat. Silence, you idiots. Zhang Lung and Wei Cheng, you will come with me to free the village. The plan is simple. The village is surrounded by a thick bamboo forest, which we will use to sneak up to it. Once we reach the edge of the forest, we will draw closer together. If you meet the leader, wait for the others. Do not engage. It shall be done. Certainly, my general. Oh, why did I take you dorks with me? As soon as we are back, you're going off to meditate for 2 days and think about your inappropriate quips. Aber hallo hier. Sag mal. Naja, gut. Ich dachte vielleicht, kann man die aufleveln, aber. Nein, du bist ja der Netzwerk-Dude. Oh Gott. Es ist doch gut. Das ist. Oh, dieses Menü kommt direkt aus der Hölle. Hör doch mal auf. Aha. So. Aufschlag erhöht den Schaden des Gegners. Je weiter der Gegner, desto höher der Schaden. Ah, cool. Was ist da? Oh, ey. Spiel, bitte. Hey, ich möchte das gerne lesen. Chance auf... Warum bewegst du dich? Ich hab doch gar nichts gedrückt. Ich will aus dem Menü. Nein! Der will mich nicht lesen lassen. So. Chance auf einen kritischen Treffer ist um 30% bei ungehemmten Gegner erhöht. Nehmen wir beides mit, oder? Dann machen wir das. Machen wir das, ist egal. So. Also, nächste Mission. Nein, ich war gerade so schön drin. Wir danken dir unseren treuen Lehrling für die ersten Schritte, die du auf dem Weg zum Meister Shaolin Kung Fu unternommen hast. Vor dir liegen jahrelanges Training und okay, so schnell kann ich nicht lesen. Zahlreiche Schlachten. Wir bringen dir bei, wie du deine Feinde am Boden und in der Luft schlagen kannst. Wir werden dir die
Geheimkräfte der Elemente und Magie und ewigen Siegel offenbaren. Obwohl dieser Weg sowohl lang als auch schwierig ist, wirst du nur durch hartes Training und Hilfe für Bedürftige die wahre Weisheit von Shaolin entdecken. Setze dein Abenteuer in der Vollversion von Nine Monkeys of Shaolin alleine oder mit einem Mitlehrling fort. Dein Kung-Fu-Freund Sobaka Studio Team. Okay. Na gut. Ja, jetzt kannst du aber wieder weg. Komm, jetzt will ich dich nicht mehr sehen. Hallo, geh mal weg. Geh mal weg. Ja, dann stellen wir uns neben den Scharmeister. Der schärft ja hier bis zum Abwinken. Hört er auch auf? Nein, hört er natürlich nicht. Ja, was soll ich sagen? Ich persönlich hatte echt meinen Spaß. Ich glaube, das werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Wenn das dann auf dem Markt ist, wenn ich mich nicht täusche, müsste das sogar relativ zeitnah am 16. oder 12. Oktober sowas um den Dreh müsste es kommen. Mal schauen, ob ich Daniel dazu überreden kann, ob er vielleicht auch mitmachen mag. Wir werden sehen. Ja, das mag mir so sein. Die Steuerung finde ich cool. Die Mechaniken sind auch schön gemacht. Die Welt gefällt mir. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist die Sprechart. Die sprechen schon sehr, 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 sehr modern. Da hätte ich jetzt schon gehofft, dass die so ein bisschen so diesen älteren Slang da machen. Aber na gut, das ist jetzt Jammern auf mittelhohem Niveau. Ja, dann würde ich sagen, soll es das mit angezockt gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play, angezockt, Podcast, was auch immer. Schaut auf unseren Kanal, wir haben jede Menge Material. Wir würden uns beide freuen, der Daniel und meiner einer. Lasst vielleicht ein Abo da oder ein Like oder auf was wir uns extrem freuen würden, wäre natürlich ein Kommentar, mit euch ein bisschen kommunizieren, auch ein bisschen Tipps abholen oder Ideen. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, das war's. Ich wünsche euch was. Schönen Tag. Ciao.